Glück auf und willkommen zu einer weiteren Runde Combat Mission oder wir schlagen uns durch die Wälder. Ja, wir sind ja letztes Mal nicht ganz so weit gekommen. Dieses Mal will ich versuchen, endlich durch diesen Engpass hier durch so ein bisschen Geschwindigkeit reinzubringen. Ich hoffe, das klappt. Hier werden wir uns gleich durchspringen und wenn die Pioniere, wo sind die? Dort sind sie. Die werden wir dann auch noch nach vorne bringen. Aber ich bin jetzt erstmal gespannt, ob die tatsächlich jetzt gleich drei Ladungen haben, um sich dort durchzuspringen. Sagen, wir nehmen das Ganze nochmal an. Tatsächlich. Das sollte uns dann doch einen ganzen Bewegungsfreiraum klauen. Weil wir natürlich dann so viele Hecken wie möglich versuchen müssen zu umgehen. Das ist ja werden, wenn wir jetzt hier durch sind und hier aber langarbeiten. Hier macht's kein Unterschied, wo wir uns durchspringen. Wir können zwar hier oben, aber das ist mir zu weit weg. Das heißt, hier durchspringen, hier das Feld überqueren, dort kommen wir zum Glück so durch. Hier auch. Hier im Zweifelsfall auch, oder wir springen uns hier nochmal durch. Das heißt, wir brauchen noch mindestens drei Sprengladungen hier und anschließend mindestens wäre es ganz gut, hier und hier uns nochmal durchspringen, um hier durchzukommen. Müssen wir sehen. Also drei Ladungen pro Ecke. Gut, ansonsten ist auch jetzt immer noch nicht so viel passiert. Und den mal einfach dorthin bringen. Gleich gefolgt von dem Panther. Dorthin fahren. Die Infanterie ist ja größtenteils vor Ort. Die sind nur okay. Das heißt, die MG soll ich jetzt doch nochmal wieder auf eine Halbkette setzen. Also, jetzt das Befassen mit dem Wachsen. Da hinten begutachten. Und was ist so? Das ist ja auch hier nicht richtig, wie die Schule ist. Mit denen wird das noch richtig witzig. Die können wir den Anfang machen lassen. Jetzt ist das nicht den durch. Frisst mir natürlich alles Zeit weg, die ich eigentlich nicht habe, aber wenigstens kann man derzeit auch keine Leute verlieren. Das kann mal positiv sein. So müssen wir hier vorne dann noch weiterkommen. Ja, wenn wir das erste Mal einen Kontakt haben.
Scheiße. Ja, hier ist um 6. Und da vorne ist so eine Kette. Die werde ich jetzt einfach nur noch dann wirklich rausholen, wenn ich sie brauche, also die MG-Boots. Dann mit ihrem schweren Equipment die ackern sich ja sonst tot. Okay, das können wir nächste Runde anfangen. Ich hoffe, dass wir in so 5 Runden haben, die durch sind. Erstmal der Flankenschutz sieht ja so weit erstmal ganz gut aus. Mal sehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass hier so einfach Gegner herkommen, aber wenn es natürlich nicht komplett ignorieren ist, da sind wir sind. Ja, das wäre ja, dass das Fahrzeug im Wrack sind, die dort auffallen. Schaffen.
Kilometer ist ja schon mal ein Meter nach vorne. Fehlt mir eigentlich der Panzer 4. Hätte ich eigentlich gerne hier. Dann ist hier alles offen. Der Panzer kostet ja noch was Gutes. Wenn wir jetzt durchkommen, dann würde ich hier durch den Stadion. Dann könnte theoretisch was durchkommen. Lassen wir ihn erstmal. Ziehen wir den in diese Runde, in die nächste Runde danach oder ins Mal, wenn der Konvoi größtenteils da durch ist. Sollte das gehen. Gehen wir hier erstmal mit den Infanterie vor. Sind schon ein wenig.
wichtig ist, dass wir sie da durchbekommen. Solange der Bereich hier vorne gesichert ist, da kommen wir ja dann etwas schneller voran. Ein bisschen Zeit gut machen. Hab da vorne, dann wird ja auch irgendwann sehen, dass sie den Tiger 2 die Spitze nehmen lassen. Dann kann man von der Seite nicht, dann müssen wir natürlich auch sehen, dass ich hier bisschen reingucken können, weil es sind grad kein aktuell keiner. Das ist ja immer doch den so ein bisschen hier hin, damit er die Infanterie der Seiten dekorieren kann. Das muss ich mir echt noch ein bisschen bearbeiten. Flankenschutz quasi. Ich habe leider keine Ahnung, wo der Gegner hier was wieder gemacht hat. Sieger im Rennen ausstellt. Tatsächlich haben wir hier noch einen ganz schönen Marsch vor uns. Ich bin mir noch nicht sicher, ob wir das tatsächlich schaffen. Ja, das ist schon ganz schön weit, was wir hier noch durch müssen.
wenn der Feind jetzt hier irgendwo pinnt. Das muss ich eigentlich aus der Hinterhaltsposition machen, um also mit den schweren Kriegsdruck. Yay, nächste Runde kann man hoffentlich die Panzer da loslaufen, um durchzuschleusen. Die nächste Runde ist wieder fest. Der Gegner wäre, hätte ich wahrscheinlich überall MGs verteilt und hätte die mit einem Verstecken-Befehl irgendwie auf 100 Meter oder so eingestellt. Und dann, wenn der Gegner sich aus der Bewegung, also gerade hier hätte ich zum Beispiel mitten aufs Feld oder so eingestellt. Wenn der Gegner gerade mitten auf dem Feld ist, fangen die MGs über Kreuz hier und hier zu schießen. Hier und hier. Hier ist es ganz einfach. Ja, dann dann schön diese Richtung und diese Richtung. Die Straße ist eh Todeszone. So, darf ich jetzt meine Panzer durchziehen? Naja, schaffen wir nicht, dass das in der Mitte oder nicht. Stehen lasse ich hier.
Und dann kommst du jetzt gleich. 20 Minuten kannst du dich auf den Weg machen. Brauchst du nie eine halbe Stunde bis nach vorne. Dann wird er ab dem Moment dann die Spitze übernehmen. So ein bisschen wie bei der Ghost in the Mist Mission, in der Kampfgruppe Piper Kampagne, da hatte ich ja auch das Problem, dass ich nichts gesehen habe und deswegen von immer quasi ins Feindfeuer reingelaufen bin. Das hat mich sehr stark frustriert. Das war, glaube ich, gar nicht die Kampfgruppe Piper Mission, oder? Kampagne. Ich glaube, das war die Knock 'em All Down Kampagne. Ich glaube, ich habe da Amerikaner gespielt. Ich glaube, da schmeiße ich jetzt echt das hin. Ich glaube, da habe ich doch Amerikaner gespielt. Und da hatte ich sehr viele Deutsche mit Sturmgewehr 44 und MG42, die mir da das Leben schwer gemacht haben. Das sollte ich auf jeden Fall nochmal wieder checken. Mich jetzt so ein bisschen peinlich, aber ich habe auch schon so viel gespielt, dass mir da natürlich manchmal ein bisschen was durcheinander gerät. Ich bitte um Entschuldigung dafür. So. Das scheint bisher aber noch keine Feindposition zu sein. Scheint. Wissen? Nee. Stürmen jetzt erstmal mit denen noch vor. Gleichzeitig nehmen wir die mit nach vorne. Lass sie jetzt mal selber ihren Weg finden, dass sie das hinbekommen. Sehr, sehr schön. Mich halt doch mehr Zeit gekostet, als mir es lieb ist. Schon ziemlich weite Sprünge, die wir machen. Sein Vor- und Nachteil da ist natürlich, dass die noch schön was ist denn? Kino vorhin. Ey, dass wir die erst gesehen haben, als wir hier an der Mauer, an dem Mauer, sag ich schon, an der Dings drin waren. Das ist ja crap. Ja.
Quota. Hier haben wir einen Ausfall. Dem geht's gut. Die sehen die. Die werden jetzt unterdrücken. Die hier werden auch noch nicht tot sein. Das ist das Problem. Dass sie meine eigenen Leute beim Haufen schießen. Das sieht der Dabel leider auch. Versuchen wir es mal so, dass die Gegner sie mir instant flankieren. Sagt, das ist dieses Auflaufen und Sterben, da bin ich eigentlich kein ganz so großer Fan von. Kann ich mir jetzt hier halt auch nicht aussuchen. Kann jetzt nur hoffen, dass meine Jungs das ja relativ schnell im Griff kriegen. Schießen wir jetzt mal durch, wenn wir jetzt gleich mal noch ein paar Mal so wischen. Ah, es sind ja gar keine Verletzten. Ja, cool, war. So.
einmal kommt man ein bisschen Leben in den Leben. Ich jetzt gerade kein Abziehen, aber das deutet halt auch, dass mit Kipida 2 und die, das war so Maus von die nicht, aber die hier, weil ich da so ein D aufgenommen habe. Ich muss jetzt halt sparen, bis das Puppen kommt. Ich ziehe jetzt erstmal die Kräfte nach vorne, dann ziehe ich den Konvoi nach und hoffe ich hier dann anschließend. Und mal sehen, ob wir dann nicht wenigstens bis 30 würde ich ganz gerne auf dieser Höhe sein. Das kommt jetzt natürlich an, was er mir hier jetzt noch vom Kopf schmeißt. Sind auch Kracher, die Jungs hier. Ich hab die auf Bewegen gesetzt, aber ist trotzdem geil. Wow, wie wenig ihr macht, ne? Ein paar nicht los. Ich werd bald den Durchbruchstrupp brauchen, die haben aber auch nur 3 Sprengladungen, ne? Die sitzen hier im LKW. 4. Kann eine Ecke sprengen. Hier kommt's. Eventuell hier noch einmal, ja, eventuell brauche ich auch nur noch 2 Ladungen. Durch den Engpass haben wir alles durch. Die haben noch nicht angefangen, die sind angeblich nur in der Bewegung. Hier sind wir durch. Das Gebiet dort ist auch gesichert für die Infanterie. Mal sehen, dass wir das Feld hier gleich überquert haben. Den Zirkus. Echt. Mit vollkommen Ordnung Ketten auf grünem Rasen. Ich aber gleich flach, wenn der die Ketten verliert. Und wenn er kaputt geht.
ja auch halt diese witzige Geschichte, es geht schneller, Tote zu versorgen, als, also das ist, eigentlich ist es klar, aber an sich ist es dreihältig. Besser für mich, wenn jemand totgeschossen wird, als wenn er nur verwundet wird, weil die Toten zu bergen geht ein bisschen. Diese Phantoms. Wollen müssen ihre Rüstung schweres Produkt und kein Tänzer aus dem Kicker. Yay!
gehe einfach davon aus, dass sie die erste Reaktion geschossen haben. Ich meine, wir haben ja so ein überalles Feld laufen sollen. Also, bestimmt was stimmt nicht. Das ist die spezifische Bestimmung. Also, das ist sicher. Ich muss auch tatsächlich sagen, obwohl das von den Kampfhandlungen her vielleicht eine der entspannteren Missionen ist, bisher also wenig Kämpfe. Anstrengungsgrad her ist sie eigentlich die stärkste. Es ist sehr anstrengend, falls sie sich nicht auf den Rücken geschossen sind. Und der anstrengendste Effekt in den Namen ist. Das ist tatsächlich schon anstrengend, finde ich persönlich. Aber nichtsdestotrotz ist die Mission natürlich anspruchsvoll. Wir haben gleich die Hälfte des Wegs geschafft, die Hälfte der Zeit hinter uns und haben nicht mehr die Hälfte des Wegs geschafft. Ja, das ist natürlich auch mein Fail da unten zu danken ist. Das will ich gar nicht leugnen. Mal gucken. Aber lieber kriege ich eine Niederlage, weil ich nicht alle Truppen evakuiert habe, statt dass ich hier auch meine Verbände zum Beispiel befreien lasse. Ich weiß nicht, ob dann alle wechseln, ich nehme mal nicht. Die sind eigentlich auch schon auf der anderen Seite. Was sind die?
tief vorspringen. Sollten ja Teil, nächstes Teil gedeckt sein, durch die ganzen Müll, der hier rumsteht. Der kann sich halt gegen nichts wehren. Das ist halt ein Spähpanzer mit seiner kleinen Mini-Kanone, da 2 cm. Da kann er vielleicht einen Schirm in den Arsch schießen. Das war's dann aber schon. Dann gehe ich mal runter, Luke, falls hier dann doch noch das Feuer beginnt. Und dass wir da gleich den Kommandanten verlieren, denn den kann er dann nicht mehr ersetzen. Sehen angeblich Panzer. Macht mich schon ein wenig nervös, muss ich sagen. Was hat er vor? Zu Hause wohl was vergessen. Naja, macht Rücksicherung. Sehr schön. Eigentlich ja sehr schön, dass das so implementiert ist. Ah, wurde doch langsam die Hälfte des Weges, dürften wir so langsam haben. War trotzdem. Die haben an der einen Stelle einfach viel zu viel Zeit verloren. Sollten wir vielleicht nicht unbedingt vergessen. Gibt vielleicht nicht die meisten Punkte, aber so, Jutti. Es ist Halbzeit. Also wenn hier nichts auftaucht, kann ich hier den Panther gleich hinschieben.
Die sind jetzt auch da. Sehr schön. Ich würde sagen, zwei Züge machen wir noch, dann machen wir für diesen Part Schluss. Kann ich mich auch ein wenig erholen. Ja, die können ja nicht alle gleichzeitig stehen, also hätte ich gerne Angriffsteam. Schicke ich da hin. Möchte nämlich mindestens noch eine Gruppe sitzen haben, mit der Panther hier in Ruhe umfahren kann. Kann ich jetzt eigentlich dorthin springen lassen? Was heißt springen? Ja. Ja, mach das mal Sturm. Die haben noch eine Sprengladung, das ist interessant. Da ihr noch drei habt und ich die brauche, gibt mir Gefallen und springt ihr mal wieder vor. So. Ja, mal gucken, ob der Ami sich hält. Man ist es so gewöhnt. Typisch gegen Amerikaner zu spielen. Aber es sind hier natürlich die Polen. Gucken, ob der Pole sich noch sehen lässt. Oder eventuell noch was aus dem Ärmel zaubert. Das ist diese Phantomsymbole hier. Die beunruhigen mich halt doch schon ein bisschen. Wenn auch nur ein paar davon richtig sind, dann werden wir gerade von Panzerverbänden angekesselt. Was nicht so schön ist. Ich versuche hier zwar eine ganz vernünftige Sicherung aufzubauen, aber das ist ja halt alles eher schlechter als recht. Ne? Ich denke, das sieht jeder ein, dass das hier nicht so prickelnd ist, was ich mache. Aber nein, die sind jetzt weg, das heißt, wir können den Konvoi schon mal weiterbringen und sich hier aufbauen lassen gleich. Jetzt können wir doch erst in der nächsten Runde. Nicht so schön. Gut. Problem ist, wir sind hier auch überall im Bazooka-Schick-Schick-Piat-Reichweite. Das schmeckt mir natürlich auch nicht weit zu sein. Ich weiß nicht, ich glaube, bei Combat Mission gibt es keine großartige Möglichkeit, den Gegner mit Feindwaffen auszurüsten. Daher ist die Wahrscheinlichkeit natürlich nicht so hoch, dass er sogar einen Panzerschreck hat. Man weiß ja auch, dass der Panzerschreck auch eine relativ beliebte Beutewaffe war. Zumindest die Version mit dem Schild später. Die ersten Versionen ohne Schild waren recht unbeliebt, weil da
konnten schon mal schwere Brandverletzungen beim Schützen entstehen. Und, tja, ich denke, das mag keiner allzu gut. So, dann auf zum letzten Zug von heute. Es war halt wieder nicht allzu spannend. Sorry, aber das lässt sich einfach aktuell nicht anders handeln. Ich denke, hier hinten wird es interessant. Hier werden wir noch mal ein paar Leute verlieren und hier wird richtig meh. Bin auf jeden Fall gespannt, was der Gegner uns hier noch so vorwerfen wird. Und ob er uns tatsächlich versucht zu flankieren. Hier jetzt aber offenes Feld vorstoßen ist natürlich auch nicht so schön, aber ich will hier nicht gleich dran springen. Da sehe ich sehr starke Probleme. Gut. Soweit dann noch weiter ruhig geblieben. Ist ja auch was Schönes. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr habt euch nicht zu sehr gelangweilt. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei. Und wie immer, bis denn dann.